Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Also, gestern Abend in der Facebook-Gruppe Leaving the Monastery, das ist die Facebook-Gruppe, wo alle Zutritt haben, die in einem Advanced Week Long Retreat waren, hat Dr. Joe Dispenza eins seiner monatlichen Live-Beiträge gestartet. Und zum ersten Mal habe ich ihn auch wirklich da ganz klar gehört, dass er gesagt hat, es geht tatsächlich um diese Verbindung zu schaffen, die Verbindung zu unserem Herzzentrum, die Verbindung über unser Herzzentrum zu dem Allem, das ist, zum Feld, zu den höchsten Emotionen. Diese Verbindung gilt es so oft wie möglich zu halten, den ganzen Tag, wenn möglich, immer mal wieder, wenn du Pause hast, gilt es, diese Verbindung zu halten. Und wie kannst du die Verbindung halten? Wie in vielen der Meditationen oder einfach nur die Aufmerksamkeit auf dein Herzzentrum und einfach nur die Verbindung zwischen Herz und höheren Emotionen, dich dort reinzugeben und dich von allen anderen Gedanken zu verabschieden, dich sozusagen von der 3D-Welt, von deiner jetzigen Realität zu verabschieden. Und je öfter du das am Tag machst und je mehr du dir bewusst bist, dass du eben nicht dein Körper, der hier jetzt ist, in dieser Realität bist, sondern dass du die kreative Kraft in dir eigentlich bist und dass du nicht deine jetzige Realität nach vorne tragen willst, sondern dass du in den kreativen Raum einsteigen willst. Also Dr. Joe Dispenza hat es nicht in diesen Worten gesagt, natürlich ist es auch auf Englisch und ich versuche es einfach euch bildlich mitzuteilen. Und das ist das, was ich auch immer schon sage, ist, wir müssen wirklich jeden Moment nutzen, im Moment zu sein. Und das ist eigentlich das, was er damit meint, oder? Lebe im Moment. Und wenn du im Moment lebst, nur im Jetzt, dann lebst du auch nicht in deinen Problemen, dann lebst du auch nicht in deinen Sorgen. Und dieses Bewusstsein dann jedes Mal, wie wenn du vor einer Herausforderung stehst, wie zum Beispiel die Challenge in Mallorca, die ich gemacht habe, wirklich anhalten, einhalten. Geh in die Verbindung, atme in dein Herz, geh raus aus dem Kopf, geh raus aus der Angst, geh raus aus den Gedanken der Sorgen und verbinde dich mit dem Feld der unendlichen Möglichkeiten, wo all die unendlichen Lösungen sind, die du nicht wissen musst. Und er hat auch noch ganz klar gesagt, als sein Ziel ist Meditation mit offenen Augen. Und das ist ja auch mit anderen Worten, was ich sage, oder? Du musst den ganzen Tag bewusst sein, womit du dich verbindest, ob du dich mit dem Gewünschten verbindest, über gewünschte Gedanken oder mit Unerwünschten, über unerwünschte Gedanken. Das ist eigentlich oft Meditation mit den offenen Augen. Und dass du jeden Moment weißt, wo du bist, dass du dich nicht verlierst in Angst und in deinen Problemen, dass du eben weißt, wo zu Hause ist, dass du wie IT oder nach Hause telefonieren. Dann gehst du in dein Herz, verbindest dich und gehst nach Hause dort, wo du herkommst, dort, wo die Lösungen sind, dort, wo die Möglichkeiten sind, dort, wo die Liebe ist, wo die höheren Emotionen sind, dorthin gehst du. Jedes Mal, wenn du eine Herausforderung hast und nicht weißt, wie sie zu lösen ist, muss dein neues Aktionsmuster sein. Stopp. Einfach nur mal stopp. Dann Hand aufs Herz. Ich verbinde mich mit der Lösung. Ich verbinde mich mit höheren Emotionen. Ich verbinde mich mit dem, was ich wirklich bin. Ich schalte meine 5 Sinne aus und ich gehe dorthin, wo die Kreation der Lösungen stattfindet und überlasse die Lösungsfindung dem Feld, das weiß, welches die richtige Lösung aus den unendlichen Möglichkeiten ist. Ja, das war so zusammengefasst nochmal die Message, die eine der Messages, oder? Die ich jetzt da gestern nochmal für mich verdeutlicht habe und wo mir auch gesagt hat, wow, ich bin genau auf dem richtigen Weg mit meinem Ansatz, mit meinen Übungen, mit dieser Sturheit, mit diesem ganzheitlichen Ansatz, wo ich sage, Meditation,
den ganzen Tag auf die eine Art und Weise, also eine Tagesmeditation sozusagen, wo du immer wieder zurückkommst aus der jetzigen Realität und in deiner Zukunft schon lebst und das immer mehr und mehr tust und diese Spanne immer kleiner und kleiner wird und du einfach nur ganz, ganz leichte, kleine Abweichungen hast und jedes Mal spürst du es schon und es fühlt sich schlecht an und du hast deine Tools und du hast deine neue Programmierung und sagst, jetzt wieder zurück zum Gewünschten. Und so gehst du den ganzen Tag und es sind größere Zickzacks und kleinere Zickzacks und irgendwann mal bist du nämlich auf so einer Linie in hauptsächlich Verbindung mit dem Gewünschten und es wird immer, immer leichter, weil das Gewünschte ja dann im Außen reflektiert wird und dann musst du nicht mehr so kämpfen, dann ist es nicht mehr so anstrengend. Nur am Anfang, bis du wirklich drin bist und die Realität sozusagen aufgeholt hat mit deiner Kreation, dann ist es einfacher, weil du bekommst was Schönes gespiegelt. Wow, das ist meine Manifestation. Okay, super. Dann kannst du dich anfangen, in deiner Realität zu spiegeln, weil dann hast du das Gewünschte schon draußen. Aber der Anfang ist schwer und holprig, wie bei allem, was man neu einlernen muss, was man neu ins Leben rufen muss. Lernst du einen neuen Sport? Lernst du Autofahren? Am Anfang glaubst du, es ist unendlich schwer. Jetzt denkst du nicht mehr drüber nach. Und genauso ist es mit deinem neuen Leben. Genauso ist es mit deinem neuen Denken. Genauso ist es mit deinem neuen Fühlen. Und genauso ist es mit deinen neuen Handlungen. Und sei lieb mit dir. Sei geduldig, aber konsequent. Wie ein liebevolles Elternteil. Mit Geduld und Konsequenz führst du dich in deine neue Zukunft, führst du dich, deine neue Persönlichkeit zu sein und zu bleiben. Ich wünsche euch ganz wunderbare Ostern und stay in your heart. Bye.